Bei den Friedensgesprächen in Schweden zum Krieg im Jemen haben sich Houthi-Rebellen und die Regierung auf eine Waffenruhe in der Hafenstadt Hodeida geeinigt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht die Gespräche als Grundlage für einen möglichen Frieden im Bürgerkriegsland an. Die Vereinten Nationen sollen dort eine führende Rolle übernehmen und humanitäre Hilfe leisten. Es ist ein sehr wichtiger Schritt für den Friedensprozess. Sie haben sich bereit erklärt, sich bei der nächsten Sitzung an den Diskussionen über einen Verhandlungsrahmen zu beteiligen. Das ist ein entscheidendes Element für die zukünftige politische Lösung zur Beendigung des Konflikts. Aufgrund Ihres konstruktiven Engagements hier in Schweden haben wir ein besseres Verständnis für die Positionen der Parteien erhalten. Und Sie haben zugestimmt, sich Ende Januar zu einer nächsten Verhandlungsrunde zu treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Seit mehr als 4 Jahren kämpfen Milizen der Houthi-Rebellen gegen die Regierung im Jemen. Laut Angaben der Vereinten Nationen leiden rund 20 Millionen Menschen an Hunger. Das sind ungefähr 2/3 der Bevölkerung. UNICEF gab an, dass alle 10 Minuten ein Kind an eigentlich vermeidbaren Folgen von Krankheiten und Mangelernährung sterbe.